Oh, zwei Brände. Leider kann er wahrscheinlich gleich löschen. Aber immerhin, war ein Ausrufezeichen. Hallo Kolo. Gut, also, egal wer, einmal die auf die Omaha zum Brennen bringen. Das wird ja so schnell nicht los. Lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Also, dass ich auf AP gewechselt habe? Wahrscheinlich mehr so gar nicht, ne? Winnetou! Sei gegrüßt, mein roter Bruder. Wie geht es? Ich wusste immer, die Indianer haben Internet. Natürlich. Wurde ja von den Apachen erfunden. Ja, sehr schön. Also, vielen lieben Dank für deinen Follow. Die Unterstützung. Vielen lieben Dank. Danke dafür. Es wurde jetzt aber auch mal von da vom Torpedos. Ja. Torpedos à la Dratt, à la Gosch, à la... Hast du nicht gesehen. So, das hat aber sehr lange gedauert, Herr von und zu, ne? In der Zwischenzeit sind nämlich vier Leute von uns abhanden gekommen. Hashtag uncool. Bleiben erstmal an der Gäde dran, oder? Prima Montage. Kann mir einer mal sagen, was der damit meint? Prima Montage. Ich raff es nicht. Mein Französisch ist... Ich hatte ein halbes Jahr Französisch in der Schule gehabt. Da ist nicht viel hängen geblieben. Das war dritte Fremdsprache. Und... Im gegenseitigen Einvernehmen, also... Der Französischlehrerin und meiner einer sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es für alle Beteiligten am besten ist, wenn ich das nicht weiter probiere und nach dem halben Jahr Schluss ist. So. So haben wir uns dann geeinigt. Na, Kongo, willst du mich? Das könnte ein sehr kurzes Spiel werden hier, ne? Prise Avantage. Ach, in Führung gehen. Ah, danke. Oh, oh der Scav, oh der René. Das ist, naja. Das ist ja so ein Kölner, das ist ja schon so in der Ecke. Das ist ja so Halbfranzose. Ah. Gut. Siehste? Das ist wie bei der Sendung mit der Maus, du musst einfach nur die Leute fragen. Irgendjemand weiß es schon. Irgendjemand weiß es schon. So, Torpedos habe ich ja auch noch, aber momentan irgendwie... Noch nicht richtig... Richtiges Ziel hier, ne? So. Ich dachte, du drehst hier so weg oder ein. Will aber nicht. Gut. Heben wir uns das mal auf. Oh, die Kickpunkte, wichtig. Da unsere Minsk hier ganz weit aus. What do you do there? Weil schiffstechnisch könnten wir das noch hinkriegen. Die Kolo ist nicht mehr pralle, die ist auch gleich tot.
Die Atta sanft und sauber. Hier vorne ist ein DD. Flugzeugträger. Okay. So. Plan, ich brauche Plan. Captain! Das ist... Hört sich gut an, oder? Kriegt die Bujani das da geregelt? Kann ich mich nicht drum kümmern? Also, Jäger raus für Extra Vision. Und ab ins Cap. Es ist... Turm Drehgeschwindigkeit. Komm, komm, komm. Wow. Sagt der DD, ey, Cap. Ja, DD, das hättest du ja auch schon mal selber machen können. Das war wichtig. Das war auch gut. Gerade etwas verwirrt. Passt! Wir kriegen das noch gedreht hier. Freakazoid, moin moin. Ich grüße dich. Ich kriege das noch gedreht hier. Ja, die Minz kommt jetzt um die Ecke da. Oh, schön, ein Brand. Kannst du das? Ja, konnte er leider löschen. Okay. Du, jetzt bin ich so in einer halbschwangeren Position. So C und A. Ich glaube, unser Flugzeugträger macht auch einen guten Job hier. Also die Scharnhorst bitte nach A, ich nach C, dann sieht die Welt doch wieder anders aus. Soll hier nicht so tiki-taka, straight. Hm? Das könnte ein Fehler gewesen sein, mein letzter jetzt. Oh, ich dachte, ich hätte schon AP drin. Kannst du dich irren? Sehr gut. Sehr schön. Gut gemacht, wer auch immer das noch war. Wir haben's. Hurra! Blaubarschbube, hallo. Hallo. Jetzt ist immer Blaubarschbube und mehr Jung... Ne, wie heißt der? Mehr Jungfrauen. Mann oder so? Strange Mike! Ja! Ist dich!
So, gut. Also, nie verzweifelt, immer normal weiterkämpfen und alles wird gut. Kriegen wir da hinten vielleicht noch was vom Flugzeugträger ab? Ich mach mal Speedy an. 5 Sekunden, dann ist durchgekappt. 3, 2, 1. Der Flugzeugträger ist meins. So hoffe ich doch. Meerjungfrau, Mann, das war's. Das ist eigentlich auch so eine Sache, ne? Ich glaube, wenn man SpongeBob guckt, bin ich nicht der ausgewiesene Experte, was Kindersendungen angeht, aber ich glaube, der Humor richtet sich manchmal auch eher an ältere Semester, oder? Ja, kann die Flak sich austoben. Dann schreibt mal einer liebst am Damage to me. Ja, nee. Du nicht, mein Lieber. So, bitte mal brennen. Hey, Independence. Geht doch. Da ist noch eine Zita, wunderbar. Onkel ist happy. Und ich krieg gleich noch den Kill. Und womit? Zu Recht. 97.000! Wenn's läuft, dann läuft's. Heute läuft's richtig gut. Ich bin begeistert. Ja. Keine 100.000 Schaden. Schönes Spiel gehabt. Die Brände waren aber auch teilweise. Richtig. Nice. So, dann machen wir doch mal einen Screenshot von, oder? Alli hopp. Alli hopp. Ich weiß gar nicht, ob ich von der Algier schon ein Video hoch habe, aber das wäre, glaube ich, auch mal YouTube-Material. Also, dann spreche ich es mal ein, ne? Okay. Gut. Da ist das Ergebnis. Knappe 100.000 an Schaden. 100.000, 100 Zieltreffer, keine 100.000. 5 Flugzeuge abgeschossen. 3 Kills, 13 Brände, die sind gefallen ohne Ende. Zita, ich glaube, das war ganz am Ende auf den Flugzeugträger. Jo, zweimal verteilt. Dickt. Teamwertung, 2100 Base EP, das ist in Ordnung, kann man stehen lassen. Der ausführliche Bericht ist wie folgt. Ja, die Colora, machen wir erstmal die Gesamtrechnung. 65.000 durch die Hauptbatterien, 48 durch die Sprenggranaten, also HE, 17 durch AP, auch in Ordnung. Brände 34.000. Schön. Das war die Omaha ganz am Anfang, die wir getötet haben, die Independence ganz zum Ende und dann war nochmal die Kolo zwischenzeitlich. Die haben wir auch ganz gut mit Bränden, sieht man auch. 16.000 mit 3 Bränden, ganz gut eingedeckt. Bei der Kongo ähnlich, ein Brand mit 9.000. Boah. Hier noch ein bisschen verteilt. Schön. Gut. Das Ganze, Credits und EP heute. Oh, sehr schön. Der Kapitän plus 1. 150.000 gemacht. Dann zeige ich nochmal den Kapitän. Wie er denn auf der Algier ist. Gut, jetzt. Ich habe 12 Punkte verteilt. 12 Punkte habe ich jetzt mit dem 1-9. Das heißt, 10 Punkte habe ich verteilt. Er ist relativ frisch. Sieht wie folgt aus. Ist, glaube ich, ein relativ solider Kreuzerbild, auf dem man dann aufbauen kann. Auch später für einen 8er, 9er Franzosen. Glaube ich, dass das so ganz gut passt. Vorrangiges Ziel.
wie immer bei meinen Kreuzern Adrenaline Rush, damit, wenn man mal ein Gewisch bekommt, ein bisschen schneller schießen kann. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist mit 25,7 in Ordnung. Brauche ich also nicht zwingend Elite-Schütze drauf. Sprengmeister, ich glaube, das hat man gerade eben gesehen. Das hat sich gelohnt. Die 2 Prozentpunkte geben dann 19. Ich glaube, ich habe die Flanken auch noch drauf. Also das wäre auch nochmal ein Prozentpunkt. Also 19 insgesamt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Für 4-7er auch. Und den Tarnungsmeister, damit eine Erkennbarkeit von 11,8. Dann zeige ich, ja genau, und zeige ich nochmal schnell die Module. Mache ich die Webcam kurz mal aus. Alle, ja. So, und jetzt nochmal die Module kurz gezeigt. Ich habe hier Hauptbewaffnungsmod 1. Gibt da keine vernünftige Alternative. Hier beim 2er habe ich mich für die Flak entschieden. Drehgeschwindigkeit der Türme gegen DPM bin ich nicht so ein Freund von. Secondaries brauchst du auf keinen Fall. Zielsystem ist eigentlich relativ genau die Algier. Insofern habe ich mich dann für die Flak entschieden, dass die 20% mehr Reichweite hat. Dann fangen wir an zu schießen. Ja, immerhin 6 Kilometer. Hier bei 4,2. Jetzt ist die Flak jetzt nicht so toll bei den französischen Kreuzern. Aber immerhin. Hier Schadensbegrenzungssystem Mod 1. Antrieb, Steuer, weiß ich nicht, fällt hier bei der Algier nicht so häufig aus. So, dann haben wir das genommen. Und hinten raus Steuergetriebe Mod 2. Man könnte hier noch über den Antrieb, aber ich glaube, da man meistens auf Vollgas steht und nicht so viel Tiki-Taka macht, ist Steuer auf jeden Fall eine richtige oder eine sehr gute Wahl. So, das war die Algier, Tier 7 französischer Kreuzer. Viel Spaß!